willkommen zu unserem neuen Video. Wir haben ja jetzt schon sehr viel über das Forschen und das Bauen erzählt. Und jetzt kommt es zu dem spaßigeren Teil unseres Mottos, nämlich dem Fliegen. Bei der AKFLIEG haben unsere Mitglieder die Möglichkeit zu einer kostenlosen Segelflugausbildung mit dem Ziel, später den Schein zu erlangen. Im Winter gibt es dafür die theoretischen Grundlagen, die vermittelt werden. Und wenn das Wetter wieder besser wird, dann geht es natürlich auf den Flugplatz. Im Sommer wird meistens an den Wochenenden geflogen und dann haben wir zusätzlich Schulungslager, wie das im Moment, nämlich das Frühschuler, in dem jeden Tag geflogen wird. Hierbei haben unsere Flugschüler die Möglichkeit, ihre Flugausbildung anzufangen oder fortzusetzen. Ich bin seit 4,5 Jahren in der AKFLIEG Karlsruhe, seit einem Dreivierteljahr etwa Fluglehrer. Bei uns in der AKFLIEG ist immer die Idee, dass die aktiven Studierenden den anderen Studierenden das Fliegen beibringen. Das ist aufgeteilt in einen theoretischen Teil und in einen praktischen Teil. Gerade sind wir hier auf unserem Flugplatz, das ist natürlich der praktische Teil. Prinzipiell, bevor die Leute hier anfangen, gibt es immer einen Theorieunterricht. Da gibt es ganz viele Fächer, die man dann lernt, sowas wie Navigation, Meteorologie, menschliches Leistungsvermögen. Am Ende gibt es eine vereinsinterne Theorieprüfung, wo man quasi sagt, das sind die Basics, was die Leute können müssen. Und wenn sie das können, dann können sie zu uns auf den Flugplatz kommen und eben praktisch das Fliegen lernen. Unser Schulungsdoppelsitzer ist zurzeit der Twin-Ast hier. Den habt ihr ja schon in ein paar anderen Videos was gehört. Man beginnt dann immer, dass man den Flugschüler an das Flugzeug heranführt, ihm das mal zeigt. Fängt dann an mit Gewöhnungsflügen. Das heißt, man setzt sich einfach mal rein und zeigt ihm alles. Es geht dann aber relativ schnell dazu über, dass die Flugschüler mehr und mehr Verantwortung übernehmen. Und innerhalb von ein paar Starts können sie dann eigentlich das meiste schon selber machen. Innerhalb von 50 bis 100 Starts kommt es dann irgendwann zum ersten Alleinflug, wo der Flugschüler das allererste Mal alleine fliegen darf. Im weiteren Verlauf der Ausbildung kommt man dann auf unseren ersten Einsitzer, das ist die AK-5B, ein Prototyp aus einer früheren Generation, was auch eine Besonderheit ist, dass man eben in der Ausbildung schon quasi selbstgebaute Flugzeuge fliegen kann. Dort übt man dann weiter, vertieft eben das, was man auf dem Doppelsitzer gelernt hat. Man braucht dann immer einen Flugauftrag, sprich es steht ein Fluglehrer am Boden, schaut sich an, was der Flugschüler macht. Im weiteren Verlauf der Ausbildung kommt dann der 50-Kilometer-Flug, wo der Flugschüler das erste Mal eine weitere Distanz fliegt. Dann gibt es noch eine praktische Prüfung und natürlich nochmal eine Theorieprüfung beim Regierungspräsidium. Und dann kann man eben seinen Luftfahrerschein erwerben. Der Segelflugschein bietet dann relativ viele Möglichkeiten. Zum einen kann man natürlich sich im Segelflug vertiefen. Da gibt es den Streckenflug und den Kunstflug. Beides wird bei uns eigentlich relativ aktiv gemacht. Man kann aber den Flugschein genauso gut auch dazu nutzen und quasi weiterzugehen und dann erst einen Motorseglerschein zu machen und dann auch zum Motorflugschein zu kommen. Was mich an der Fluglehrerei begeistert, ist die Möglichkeit, den Leuten was beizubringen. Ich bin jetzt seit 4,5 Jahren in der AKFLIEG. Ich habe in der Zeit wahnsinnig viele tolle Erfahrungen machen können, habe mich in Projekten verwirklicht, bin fliegerisch sehr viel weitergekommen. Und diese Möglichkeiten eben weiterzugeben und zu sagen, okay, das können andere Studierende jetzt auch erfahren, das ist das, was mich so begeistert. Oft ist es so, man steigt mit einem Flugschüler in ein Flugzeug und es gibt vielleicht was, wo es noch hakt. Zum Beispiel die Landung ist immer ein klassischer Faktor, dass das einfach am Ende quasi der letzte Teil des Fluges, dass der noch nicht so richtig funktioniert, weil der eben auch am schwierigsten ist. Und dann übt man das mit dem Flugschüler, macht das ein paar Mal und nach wenigen Flügen gibt es dann oft schon Erfolgserlebnisse und dass einfach Dinge funktionieren. Und wenn man dann abends nach Hause geht und einfach sieht, dass man den Leuten was beigebracht hat, das ist ein wahnsinnig tolles Gefühl. Ich bin jetzt seit einem Semester beim AKFLIEG Karlsruhe und bin in diesem Frühschullager angeflogen. Zum AKFLIEG bin ich durch einen Freund gekommen, der schon einen Pilotenschein besitzt. Der hat mich auf der Uni darauf angesprochen, ob ich nicht mit ihm hierher kommen möchte. Um hier anfliegen zu dürfen, muss man erstmal 100 Stunden Arbeit geleistet haben, die ich hier hauptsächlich beim Twin-Projekt verbracht habe. Da habe ich noch teilweise bei anderen Projekten ausgeholfen und so die grundlegenden Fähigkeiten zur Reparatur und Instandhaltung von Flugzeugen kennengelernt. Als Interessent darf man auch schon mal einen Probeflug mitmachen und so den Flugbetrieb hier in Rheinstetten kennenlernen. Vor Beginn der praktischen Ausbildung muss man auch den Theorieunterricht besuchen, der auch von unseren Fluglehrern geleitet wird. Nach dem Theorieunterricht konnte ich dann hier anfliegen und die theoretischen Grundlagen in die Praxis umsetzen. Und ich kann persönlich sagen, der Flugbetrieb macht wirklich Spaß, die Leute sind cool drauf und die Fluglehrer freuen sich immer, wenn sie einem was beibringen können. Also ich bin nämlich letztes Jahr auf den Twin freigeflogen
und bin jetzt dieses Jahr richtig motiviert in die neue Saison gestartet. Da ist das Frühjahrsschulungslager bei uns eine richtig gute Möglichkeit. Und die zweite Stufe in der Segelflugausbildung nach dem ersten Alleinflug ist eben, auf den ersten Einsetzer zu gehen. Das ist bei uns in der AK fliegt die AK-5B. Das ist ein Prototyp von uns und es ist was ziemlich Besonderes, dass man eben schon als sehr junge Flugschülerin relativ früh in der Ausbildung dieses Vertrauen entgegengebracht bekommt, dass man eben Prototyp fliegen darf. Es ist einfach im Endeffekt ein Einzelstück und hat dementsprechend auch seine Besonderheiten und ist auch sehr motivierend, weil man ja selber in der Werkstatt auch an Prototypen arbeitet. Ich war jetzt die letzten Tage dann viel fliegen, habe noch mal ein paar einsitzige Starts auf dem Twin gemacht und hatte dann gestern die Möglichkeit, meine ersten drei Starts auf dem Einsitzer zu machen. Der erste Start mit dem Einsitzer war schon sehr aufregend, weil es einfach extrem anders ist, als ein Doppelsitzer zu fliegen. Also gerade die Ruderkräfte sind eben sehr viel geringer. Das Horizontbild ist ziemlich anders, also man muss sich da schon noch ein bisschen dran gewöhnen. Aber es ist einfach ein richtig gutes Gefühl, so komplett frei oben in der Luft alleine zu sein und auch ein bisschen ein Flugzeug zu fliegen, was eben eine bessere Leistung hat, mit der man auch einfach nochmal mehr Möglichkeiten hat in der Luft. Ich werde jetzt die nächsten Tage noch nutzen, mich noch ein bisschen mehr an das Flugzeug gewöhnen zu können und dann auch den nächsten Schritt in der Ausbildung, nämlich die Überlandeinweisung, angehen zu können. Ja, mit der AK-5B, die gleich hinter mir startet, habe ich schon eine Weile länger das Vergnügen gehabt als jetzt hier. Ich bin jetzt so ziemlich am Ende meiner Flugausbildung und habe das meiste schon hinter mir. Das wäre zum Beispiel die Theorieprüfung am Regierungspräsidium oder das BZF, also das beschränkte Funkerzeugnis. Und jetzt bin ich halt im spannenden Teil der Ausbildung, weil jetzt geht's Überland. Die Bilder, die ihr jetzt seht, waren wir von meiner Überlandeinweisung am letzten Samstag. Da sind wir nach Sinsheim geflogen und übers Kraichgau wieder zurück nach Rheinstetten. Haben dabei viel Spaß gehabt, aber auch ernsthafterweise geübt, wie man navigiert, wie trifft man Entscheidungen. Beispielsweise sind wir einmal beim Flugplatz von Bruchsal sehr tief gewesen und waren kurz davor, da landen zu müssen. Hat glücklicherweise doch noch geklappt. Also das sind einfach Sachen, die man dann besprechen muss, durchdenken muss, wie kann ich wieder sicher an Boden kommen, wenn ich auch mal nicht an meinen Heimatflugplatz zurückkehren kann. Wie man sieht, war das einfach eine richtig geniale Sache, bei der man richtig guten Ausblick hat und super vorbereitet rausgeht, um dann später den 50 Kilometer Flug zu machen. Ich hoffe mal, das klappt so in der nächsten Woche bei mir. Das ist die letzte große Hürde auf dem Weg zum Schein, würde ich behaupten. Da muss man das Ganze einfach nochmal komplett alleine machen und hat keinen Fluglehrer mehr hinten drin. Ist so ein bisschen wie der erste Alleinflug, nur dass man eben weiter wegfliegen muss. Ja, das war's jetzt zu unserem Frühschulungslager. Als nächstes steht im Juni bei uns das Pfingstlager an, bei dem wir nach Tschechien fahren werden. Das Pfingstlager ist typischerweise ein Streckenfluglager und da werden auch viele unserer Alumni dabei sein. Anschließend haben wir noch ein Herbstschulungslager. Bei dem Herbstschulungslager kommen uns auch andere AK-Fliegs hier in Rheinstetten zum Fliegen besuchen. Ja, wenn ihr uns mal persönlich kennenlernen wollt, dann kommt doch gerne zur Aero vorbei in Friedrichshafen. Da werden wir vom 27. bis zum 30. April ausstellen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch bitte ein Like da und schreibt in den Kommentaren, was ihr in der Zukunft noch gerne sehen wollt. Vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr in Zukunft nichts verpasst. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.